Die Suche im Windows Explorer kann eine ganze Menge. Suche nach Dateinamen, Volltextsuche, Eigenschaftensuche, Sortieren der Suchtreffer, aber auch Durchblättern der Ergebnisse, ohne dass ihr die Dateien aufmachen müsst und noch vieles mehr. Also lasst euch überraschen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Wir steigen mit ein bisschen Theorie zum Suchablauf beim digitalen Suchen ein. Das ist etwas, was euch auch weiterhilft, wenn ihr zum Beispiel im Internet sucht oder wenn ihr in Outlook sucht oder in anderen Suchwerkzeugen. Dann wollen wir uns anschauen, wie ihr schnell und gezielt mit dem Windows Explorer zu den Dateien kommt, die ihr braucht. Und zum Schluss schauen wir uns noch an, woran es liegen kann, wenn die Suche mal länger dauert oder wenn gar nicht in den Dateiinhalten, sondern nur im Dateinamen gesucht wird. Also bleibt dran. Der Ablauf des digitalen Suchens ist eigentlich immer derselbe. Er startet damit, dass ihr das Suchwerkzeug auswählt. In unserem Fall wäre das eine Suche im Dateisystem und das Suchwerkzeug, das wir verwenden, ist der Windows Explorer. Dann geht es darum, die Suchanfrage einzugeben, das heißt zu überlegen, welche Begriffe müssten mich zu meinen Treffern führen. Die gebe ich ein und dann bekomme ich eine Trefferliste und in dieser Trefferliste kann ich schon mal vorselektieren, zum Beispiel indem ich durchblätter oder indem ich so ein bisschen einen Teil vom Inhalt oder den Ablageort oder sowas anschaue und darüber schon mal entscheide, könnte das überhaupt der richtige Treffer sein. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ja, das passt so ungefähr, dann mache ich den Treffer auf und schaue nochmal direkt rein, bewerte den Treffer. Je nachdem, ob es meine eigenen Inhalte sind oder die Inhalte von anderen, wird dieser Bewertungsvorgang mehr oder weniger Zeit in Anspruch nehmen. Und unter Umständen suche oder navigiere ich dann in dem Treffer, also sagen wir mal in der Word-Datei oder auch in der Website, in der ich bin. Und da ist die Tastenkombination STRG F nochmal sehr hilfreich. Natürlich ist das kein vollständig linearer Vorgang. Das kann auch suchend sein, wenn ich schon beim Suchen innerhalb eines Dokuments bin, dass ich wieder zurückspringe und nochmal überlege, ist das auch wirklich ein passender Treffer? Oder dass ich die Trefferliste nochmal selektiere und schaue, passt nicht irgendwas anderes besser? Oder auch, dass ich die Suchanfrage nochmal ganz neu eingebe oder einfach verfeinere. Und ich sage mal, im schlimmsten Fall kann es auch sein, dass ich das Suchwerkzeug ändern muss und von dem Suchwerkzeug, in dem ich gerade bin, auf ein anderes wechseln muss. Wir schauen uns heute im Windows Explorer vor allem die Punkte 2 bis 4 an, also Suchanfrage eingeben, Trefferliste selektieren und dann die Treffer bewerten. Ich starte dazu jetzt mal den Windows Explorer und das mache ich über eine Tastenkombination Windows-Taste und E. Ich habe mir die angewöhnt, weil die immer geht. Natürlich könnt ihr grundsätzlich zum Beispiel auch in der Taskleiste hier unten das Windows Explorer Symbol aufrufen oder ihr gebt hier Explorer ein und startet hier. Aber ihr habt es vielleicht gerade gesehen, ich war in meiner PowerPoint-Präsentation und wenn ich da an den unteren Rand fahre, dann passiert gar nichts. Dann müsste ich eh erst die Windows-Taste drücken und so weiter. Und deshalb finde ich, ist Windows-Taste und E eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, den Windows Explorer aufzurufen. Der Aufbau des Windows Explorers ist so, dass ihr hier oben so die normalen Fensterdinge findet und dann habt ihr hier eine Adressleiste, die wichtig ist. Ihr habt den Navigationsbereich und ihr habt hier den eigentlichen Inhaltsbereich. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf einen Ordner klicke, hier im Schnellzugriff die Übungsdateien, da drin möchte ich suchen, dann sehe ich hier oben in der Adressleiste, wo ich bin, wenn ich da mal hinten einfach draufklicke, dann sehe ich sogar ganz genau, wo welcher Pfad in meinem Dateisystem das im Moment ist und habe dann eben hier die Inhalte, die ich dann bedienen kann. Über das Menü Ansicht kann ich jetzt diese Inhalte für mich noch anders darstellen lassen. Zum einen die Möglichkeit, dass ihr euch zu dem, was ihr hier an Inhalten habt, ein Vorschaufenster anzeigen lasst. Das wird hier auf der rechten Seite eingeblendet. Es wird die Datei, die hier gerade ausgewählt ist, in der Vorschau angezeigt und ihr könnt den Bereich für diese Vorschau hier an dieser Stelle, also nicht hier oben, es ist keine der Spalten, sondern es ist ein eigener Bereich, an dieser Stelle auch breiter machen, sodass ihr dann einfach mit den Pfeiltasten eure Dokumente hier durchblättern könnt und sehen könnt, was ihr da so habt. Es gibt eine kleine Ausnahme, ich zeige euch das mal hier. Hier sehe ich nichts, hier sehe ich auch nichts,
Und hier sehe ich auch nichts. Und es liegt aber nicht daran, dass es sich jetzt um eine PDF, eine PowerPoint oder Datei oder auch eine E-Mail handelt, sondern es liegt daran, dass ich hier gerade in einem Ordner bin, wo Dateien über OneDrive mit einem Microsoft 365 Server synchronisiert werden. Und diese Datei ist nicht auf meinen Rechner runtergeladen. Und deshalb gibt es hier auch keine Vorschau. Ich mache die Datei mal auf. Wenn die geöffnet wird, die wird jetzt gerade hier im Hintergrund geöffnet und runtergeladen, ich schließe die wieder, dann ist hier das Wolkensymbol verschwunden, die Datei ist heruntergeladen und jetzt sehe ich sie auch. Ne? Ihr seht auch, hier liegt es an dem Wolkensymbol. Also ihr könnt die allermeisten Dateiformate in der Vorschau wunderbar anzeigen lassen und dann hier entsprechend durchblättern. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, hier auch die Dateieigenschaften anzeigen zu lassen, wenn euch die für die Auswahl der Treffer nachher mehr bringt und ihr habt die Möglichkeit, hier andere Darstellungen zu wählen, große Symbole, kleine Symbole, Details oder auch den Inhalt, den wir jetzt dann beim Suchen vor allem haben werden. Ich lasse mal das Vorschaufenster angezeigt, den Detailbereich schalte ich aus. Wenn ich jetzt suchen möchte, dann kann ich zum Beispiel die Tastenkombination Steuerung F drücken. Ihr seht, dann lande ich hier. Und das sind jetzt Suchen, die ich schon durchgeführt habe. Ich lösche die gerade mal der Übersicht halber wieder. So, also Steuerung F oder hier reinklicken und ihr könnt hier suchen. Manchmal ist dieser Bereich sehr klein, dann ist der sehr unübersichtlich. Ihr könnt euch den hier über die Trennlinie entsprechend vergrößern, sodass ihr dann hier die Suche eingeben könnt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal eingebe Office, dann wird nach dem Begriff Office gesucht und hier werden jetzt schon Dateien angezeigt, in denen dieser Begriff vorkommt. Das ist sozusagen die Schnellsuche. Und wenn ich da jetzt draufklicke auf die Datei, dann wird die Datei direkt geöffnet. Das heißt, das Eintippen alleine reicht schon für eine Vorauswahl. Wenn ihr aber jetzt richtig suchen wollt und noch die Enter-Taste drückt, dann bekommt ihr eine Übersicht über diese Treffer. Hier waren es nur ein paar, so waren nicht alle. Hier sind dann alle da und ihr seht hier ein bisschen mehr über diese Treffer. Zum Beispiel seht ihr hier gelb hervorgehoben, wo dieser Treffer gefunden wird. Ihr seht auch schon mal den Pfad, wo die Datei liegt und ihr seht noch ein bisschen was zum Inhalt. Das kommt aber ein bisschen auf die Datei an und wo der Text dann in der Datei beginnt. Und ich hatte vorhin gesagt, ihr könnt die Trefferergebnisse durchblättern. Und zwar einfach, indem ihr jetzt hier anklickt. Wir haben ja vorhin hier über Ansicht das Vorschaufenster eingeblendet. Anklickt und dann hier durchblättert. Und mit dem Blättern zeigt euch das System dann die verschiedenen Dateien an. Wichtig ist, wenn ihr die Suche eingegeben habt und gesucht habt, dann habt ihr ein Register suchen. Es ist leider der einzige Weg, um zu diesem Register zu kommen. Es reicht auch nicht einfach hier in das Feld hineinzuklicken, sondern ihr müsst erst die Suche durchführen, dann erst wird das Suchregister angezeigt. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, über das Suchregister die Suche weiter zu verfeinern. Und zwar zum Beispiel, indem ihr sagt, okay, ich suche zwar nach Dateien, in denen Office vorkommt, aber mir fällt ein, das sind alles Dateien mit einem Änderungsdatum, zum Beispiel heute, die suche ich. Und dann wird hier eingegeben Office und dann fügt der Explorer hinzu Änderungsdatum Doppelpunkt heute und zeigt mir jetzt nur noch Dateien an, die beiden Kriterien entsprechen. Oder ihr könnt zum Beispiel auch nach der Größe hier suchen oder zum Beispiel nach dem Autor. In diesem Fall beim Autor wird Autoren hier hinten angehängt mit so einem Doppelpunkt. Aber jetzt müsst ihr noch den Autor eingeben. Ich gebe mal hier meinen Namen ein, Autor Arno, drücke die Enter-Taste und ihr seht, jetzt zeigt er mir hier noch den Autor an. Und wenn ich zum Beispiel über die Ansicht den Detailbereich auswähle und dann die Datei anzeige, dann sehe ich eben auch hier, dass das jetzt die Eigenschaft ist, in der der Autor steht. Bei ZIP-Dateien wird das leider nicht so schön angezeigt, aber es gibt diese Eigenschaft dort auch. Das heißt also, ihr gebt hier die Suche ein, verfeinert die Suche, habt die Treffer, könnt die Treffer dann hier mit einem Doppelklick aufmachen und wenn der Treffer dann zum Beispiel 20 Seiten enthält und ihr wollt sehen, wo an der Stelle ist denn jetzt dieser Begriff, dann drückt ihr einfach nochmal Steuerung F,
gebt nochmal Office ein, Enter-Taste und dann seht ihr, ah, da ist der Treffer, könnt das entsprechend einschätzen, ob das ist, was ihr braucht und dann könnt ihr hiermit weitermachen oder auch diesen Treffer wieder schließen. So, jetzt kann es manchmal vorkommen, dass entweder die Suche sehr langsam ist oder ihr bei der Suche nicht die Inhalte von Dateien bekommt, sondern immer nur Treffer, wo der Suchbegriff im Dateinamen steht. Und ich möchte euch mal zeigen, woran das liegt. Und zwar bin ich hier in meinem Ordner Übungsdateien. Ich gebe hier einen Begriff ein, sagen wir mal Suche. Und dann wird gesucht und ich finde jetzt Treffer, wo das im Dateinhalt ist der Suchbegriff. Ich mache gerade hier mal auf, dass ihr das auch sehen könnt. Ich gebe jetzt hier nochmal Suche ein, so wie ich das vorhin schon gemacht habe. Dann seht ihr, das kommt hier vor, aber nicht im Dateinamen. Und es geht relativ schnell. So ist es wunderbar und so möchte ich das auch haben. Jetzt gehe ich mal in einen anderen Ordner, den ich dafür vorbereitet habe. Den habe ich Beispiel genannt. Da sind auch Übungsdateien drin. Und da gebe ich dieses Suchen nochmal ein. Und jetzt bekomme ich überhaupt keine Treffer, obwohl die Inhalte hier genau dieselben sind und ich eigentlich dieselben Treffer bekommen müsste. Und es kann jetzt an zwei Dingen liegen. Zum einen geht es um das Thema Index. Ein Index ist eine Liste mit Wörtern, die vorbereitet ist, die das Suchen schneller macht. Ein bisschen wie ein Schlagwortverzeichnis. Und das andere wäre die Frage, ob für Orte, die nicht indiziert sind, das hier ist nämlich ein Ort, der nicht indiziert ist, ob dafür die Suche nach Dateinhalten eingeschaltet ist. Und das zeige ich euch jetzt mal hier. Ich gebe nochmal den Begriff Suche ein und Suche. Und jetzt gibt es hier in den erweiterten Optionen die Möglichkeit, an nicht indizierten Speicherorten nach Dateinhalten zu suchen. Und jetzt schaut mal, was passiert. Er baut jetzt schrittweise das Ergebnis auf, weil er jetzt in diesem Moment, in diesem Ordner, in den Inhalten der Dateien sucht. Das heißt also, wenn ihr jetzt in kleinen Dateibereichen sucht, in einem Ordner oder mit ein paar Dateien, auch 100 Dateien, dann geht das alles relativ schnell. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel im Laufwerk C nach dem Begriff Suche sucht und hier ist noch eingeschaltet nach Dateinhalten, dann seht ihr, das dauert jetzt. Jetzt sucht er, macht die ganzen Dateien auf, sucht in den Dateien, schaut, ob er was findet. Und immer, wenn er einen Treffer hat, dann zeigt er euch den Treffer an. Und das dauert natürlich ewig. Das heißt, dieses Einschalten der Dateinhalte für nicht indizierte Speicherorte ist eine wunderbare Sache, wenn es sich um einen kleinen Ordner oder einen kleinen Ordnerbereich handelt. Wenn es aber um viele Daten geht, dann ist es sinnvoller, dass ihr entscheidet, dass ihr diese Daten in den Index mit aufnehmt. Wie macht ihr das? Ich breche mal hier die Suche ab. Ich gehe nochmal in den Ordner mit meinem Beispiel. Ich habe jetzt also hier in dem Ordner Übungsdateien habe ich die Suche durchgeführt und habe festgestellt, hier, da ist nichts gefunden worden. Und jetzt gehe ich auf erweiterte Optionen und wähle den Bereich indizierte Orte ändern. Damit bekomme ich eine Liste, welche Orte in diesen Index, also in dieses Wörterverzeichnis mit den ganzen Inhalten der Dateien aufgenommen wird und kann jetzt hier sagen, ich möchte das ändern. Und dann seht ihr, das Laufwerk C ist nicht indiziert und ich gehe jetzt einfach mal her und indiziere diesen Ordner Beispiel. Und jetzt schaut mal, hier steht, wie viele Elemente indiziert wurden. Ich bestätige jetzt mit OK und jetzt werden diese neuen aufgenommen und ihr seht, jetzt hat sich hier die Zahl erhöht. Die wurden jetzt indiziert aus diesem Ordner Beispiel. Ich gehe auf Schließen und wenn ich die Suche jetzt hier nochmal durchführe, ich schließe die zuerst, ich gehe nochmal auf Suche, drücke die Enter-Taste, dann finden wir jetzt auch hier sofort alle Treffer auch in den Inhalten und zwar ohne, dass hier das Häkchen Dateinhalte gesetzt ist. Also merkt euch, wenn euch die Suche öfter mal zu lange dauert, dann geht es darum, den Index für diesen Bereich einzuschalten. Wenn es nur um einzelne Ordner geht, wo ihr hin und wieder mal nach den Dateinhalten sucht, dann setzt einfach dieses Häkchen. Wenn euch das mit dem Indizieren mehr interessiert, dann gebt mir Bescheid. Ich kann auch diesen ganzen Vorgang des Indizierens unter Windows mal genauer erklären und ich habe eh schon in Planung mal über den Index an sich ein ausführlicheres Video zu machen.
Bestimmt stoßt ihr beim Ausprobieren noch auf alle möglichen weiteren Fragen. Das ist heute nur der Einstieg gewesen. Schreibt euch die Fragen auf, schickt sie mir, schreibt sie in die Kommentare. Ich beantworte euch die gerne. Und wenn euch dieses Thema Suchen mehr interessiert, schaltet ruhig die Glocke in eurem Abo ein. Dann bekommt ihr auch eine Info, wenn weitere Videos kommen und verpasst keins von den Suchvideos. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte gerne hinterlasst mir einen Like, das hilft mir sehr weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.